Hallo und recht herzlich willkommen auf unserem Videochannel Borgi-Flieger. In dem heutigen Video geht es nicht um die Fliegerei, sondern wir bleiben mit ganzen vier Rädern auf dem Boden. Wir haben uns einfach mal was anderes gegönnt. Ein Modellauto. Genau, ein Modellauto haben wir uns gegönnt. Und zwar ein richtiges RC-Modellauto. Und zwar von der Firma Amevi. Und zwar diesen Pitbull im Maßstab 1:5 haben wir uns gegönnt, ne? 1:5, 30 Kubikzentimeter Verbrennungsmotor. Mit Sprit. Genau, richtig mit Sprit. Das gute Stück wollen wir auspacken. Ja, wir machen sozusagen ein Unboxing-Video. Ne? Ein Unboxing-Video gibt es nach dem Intro. Auf geht's! So, in diesem Video wollen wir unsere neue Errungenschaft, den Amevi Pitbull im Maßstab 1:5 auspacken. Der ist ready to run, haben wir bei Amazon gekauft, ne? Wir beiden. Hat eine Größe von Länge 825 x 480 mm, ist also keine Spaßveranstaltung. Hat eine Höhe von 270 mm und wiegt sagenhafte 12,5 Kilo. Das Ganze ist komplett mit Fernbedienung. Modellauto. Eigentlich braucht man nur noch aufladen, auftanken und los geht's. Der Sprit, den wir tanken müssen, ist 1:25 gemischt. Haben wir auch schon uns zurechtgelegt oder schon mal von der Tanke geholt. Ne? Also wir brauchen eigentlich nur noch durchstarten. Aber dafür müssen wir erstmal das gute Stück auspacken. Fliegen ist also nicht, wir bleiben am Boden diesmal. Auf geht's, los, packen wir mal aus, Magnus. Okay. Jo, da. Ja, 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 ja. Alles, was gefährlich ist, macht der Papa. Bier trinken, Kartons aufschneiden. Das hat hier nichts mit Bier zu tun. Stimmt. Nein, nein. Hier ist. Warte. Achso. Ich bin mal gespannt, was er jetzt ist. Ja. Nochmal. Okay. Ja, Markus, du stehst direkt mit dem Popo vor der Kamera. Jo, hier ist der Kartoninhalt. So sieht das gute Stück aus. Ich mache am besten mal eine Kamerafahrt über den Kartoninhalt. Wa? Sollen wir das mal machen für unsere Zuschauer? Machen wir. Machen wir doch gleich. Okay. So sieht die Verpackung aus oder der Inhalt der Verpackung. So, sieht das Ganze, so schaut das Ganze aus, wenn man das bekommt. Da haben wir unser Klar. Ne? Sieht also schon spektakulär aus. In den diversen Verpackungen werden wohl noch die Räder und die Fernbedienung sein und irgendwelche Lademöglichkeiten, weil das ist ja komplett. Das heißt auch, zum Laden sollte alles da sein. Hier ist der gute Motor. Ne, Magnus? Oh. Ach, hier der Heckflügel, der muss auch irgendwo noch drin sein. Ja, der ist in den und in den. Aber ja. Oh, der ist mega schwer, da muss der dann noch. Okay, so, nachdem wir jetzt gezeigt haben, wie der Karton halt aussieht, wo hast du denn eigentlich das Teppichmesser hingelegt? Lass mal oben liegen. Nehmen wir jetzt mal die Päckchen jetzt raus. Okay, ich nehme Päckchen Nummer 1. Päckchen Nummer 2. Nummer 3. Oh, ein Ersatzluftfilter, würde ich mal behaupten. Ist das Ganze? Ist von uns noch, ist weit. Hier ist noch irgendein. Hey, Markus, hier haben wir gefüllt. Stecker und diverse Sachen. Anleitung, Ersatzteilliste. Alles direkt dabei. Oh, irgendeine Erklärung braucht kein Mensch. So. Okay, mein Freund. Jetzt habe ich ein Messer brauchen wir doch. Na, wofür denn? Die Kartons sind zugeklebt. Oh, kann man denn hier anfassen, ohne dass es gleich kaputt geht? Ja. Ich sehe schon, wir brauchen. Hier, was gibt man das denn nicht, Messer, Magnus? Warte, hier ist ein Glasflüschen da. Wenn wir noch aufziehen. Da, hier hinten, bei mir. Ja, okay, warte mal. Moment, gib mal ein Messer her. Ups. Okay, hebe ich so raus. Okay. Ja, 12 Kilo, die merkt man. So, haben wir da noch was drin? Nee, ne? Nur Wasser. Ja, haben wir noch
Affäre. Warum sieht man hinten dieses Glas raus? Der sieht doch voll doof aus. Was? Da ist noch Glas zwischen. Wo, oh, Glas zwischen? Ja. Ja, da liegt doch was zwischen, ne? Noch. So, komm weg. So. Jo, aus dem Paket mal anschauen, ne? Jetzt ja. Müssen wir als nächstes schauen, was hier in diesen Paketen drin ist. Ne, dann fangen wir jetzt an. Das ist ein Lichtbier. Jo, fangen wir mit diesem Paketchen an. Und okay, ich klappe. Jo. Was? Jetzt haben wir hier den Teppichmesser noch hantiert. Halt ihn mal vor der Kamera, damit die Leute sehen. Das sind die Reifen. Wie die aussehen. Mega groß. Halt mal ein bisschen dichter ran. So. Geh mal hin. Geh mal ein bisschen vor. So sehen die aus. Genau. Sehr groß. Das sind schon ordentliche Dinger. So groß kann man die gar nicht in der Hand halten. Ich kann nicht mal so einen dicken Reifen machen. So, leg mal da hin auf. Also, den Hinterreifen? Komm, vermute mal, hier sind die nächsten. Das sind die Hinterreifen, Papa. Ja, wegen dem groben Profil, ne? Jetzt kommt die Gabel. Ja, wir müssen zu tief schneiden, sonst haben wir gleich irgendwas anderes kaputt. Ach, da sind die ja auch. Da sind diverse Heckflügel. Zeig dir mal in der Kamera, oder? Ja. Warte, da war es. Vorderräder, zeig mal. Und das ist den Heckflügel. Jo, der Heckflügel. Und, mach los. Zeig den Leuten mal, wie so ein Vorderrad ausschaut. Bisschen dichter dran. So. So. Und jetzt von der Seite. Von der Seite so? Ja, ganz genau. Ja, so sehen sie auch. Wollen wir noch drauf fragen? Coole Sache, Parker. So, was haben wir denn noch hier alles? Oh, ein Akku-Pack. Halten wir jetzt nicht in der Kamera, weil die meisten wissen, wie so ein Akku-Pack aussieht. Noch diverses Montagewerkzeug, Info-Schlüsselsatz. Ey, guck mal, wir haben auch ein Modellauto gekauft und haben gleich einen kompletten Satz gefunden. Hä? Hey, super. So. Fernbedienung fehlt noch. Jo. Die müsste ja hier drin sein. So. Ja. Hätten wir ein Problem, mein Freund. Ne? Ja. Dann müsste dein Papa... Kann ich aufklappen, ne? Also erstmal, wenn Papa mit dem Teppich, wenn das fertig ist, dann darfst du dann mit deinem zarten Fingerchen hier dran. So. Warte, Mama. Oh, da ist ein gutes Stück. Wollen wir noch... Halt mal in der Kamera. Oh ja, das muss ich mit dem Raum. Ah, komm her, einmal auspacken. Komm mal aus der Tüte rausnehmen, das Ding. So. Ja. Du musst auch, oben ist das Objektiv, genau. So sieht's aus. Okay, super, super Tag. Okay, alles gut? Abgenommen von dir, genehmigt. Und hier wird gelenkt. Sollte so funktionieren. So, jetzt haben wir alle Kartons leer gemacht. Unboxing ist schon mal zu Ende. Ne? Jetzt montieren wir natürlich weiter. Die Leute wollen natürlich nicht sehen, wie wir hier auf der Erde sitzen und ein Teil auspacken. Sie wollen natürlich auch das Teil laufen sehen. Also machen wir jetzt mal die Schutzkappen von den Fellen runter. Ja. Da sind die. Jo. Okay. So. Jetzt kommen hier mal Elfen so drauf. Ne? Männer wie wir sollten auch manchmal eine Anleitung lesen. Ja. Vielleicht schützt das so ein bisschen davor, dass man vielleicht doch was verkehrt aussieht. Wow. Ja. Das hier ist dieser Heckflügel und ich vermute mal, dafür müssen wir nur diese Schräubchen lösen. Dann kommt der da drauf. Und dafür brauchen wir einen Kreuzschraubendreher. Ich vermute, dass thank you.
Nein! Wir holen mal gleich. Jetzt mache ich noch eine Kamerafahrt für unsere Freunde aus dem Internet. Ja, genau. Das fehlt dir nämlich. So, liebe Erzählfreunde, wir sind mit dem Zusammenbau relativ zügig durchgekommen. Es waren wirklich nur die Räder aufzustrecken, Räder aufzuschrauben, der Heckflügel musste montiert werden. Das Ganze ist äußerst easy. Beigefügtes Werkzeug inklusive Imbusschlüssel ist vorhanden. Was ein bisschen irreführend ist, ist die Bedienungsanleitung vom Verbrennungsmotor. Ne? In der einen Anleitung wird gesagt, 25 bis 30% Zweitakt gemischt, also 1 zu 25 bis 1 zu 30, so ist die richtige Bezeichnung, soll man fahren zu Anfang und dann hinterher das Ganze etwas reduzieren. Das ist bei der Anleitung explizit, die vom Motorbike liegt, beschrieben. Von Amevi selber stand wieder was von 1 zu 50. Ich gehe mal davon aus, dass die Anleitung von diesem Motor die richtige ist. Ich werde 1 zu 25 gemischt fahren. Und was man machen soll laut Anleitung, man soll 2 Tankfüllungen, wenn ich das richtig gelesen habe, den Motor erstmal fahren. Also nicht Vollstoff, kick ihn wie beim richtigen Auto, also soll man erstmal den Motor einlaufen lassen. Also 2 Tankfüllungen gemächlich fahren, nicht Gas geben, gemächlich fahren. 2 Tankfüllungen und danach kann man dann ein bisschen Stoff geben, weil dann hat sich der Motor eingelaufen, weil das ist alles neu, das muss ich erst einlaufen. Und wenn das eingelaufen ist, dann kann man Gas geben. Und das werden wir jetzt gleich machen. Wir werden das gute Stück tanken. Wir laden gerade den Akku. Das beigefügte Ladegerät ist natürlich so diese typischen USB-Ladestecknetzteile. Okay, den lade ich gerade auf an der beigefügten Station. Da ist eine rote LED am Leuchten. Gehen wir die Schiene so ein bisschen darüber. Und ich gehe mal davon aus, wenn die grün anzeigt, ist der Akku voll. Wir werden nicht warten, bis der Akku ganz voll ist, sondern wir werden das gute Stück vorerst schon starten. Ne? Sonst müssen wir ja wahrscheinlich bis morgen früh warten. Ne? Und wir wollen ja hier was testen. Und da diese Akkus diesen Memory-Effekt nicht unbedingt haben, reicht es ja wahrscheinlich, wenn wir den eine halbe Stunde laden und dann können wir loslegen. Wir werden jetzt unser Spritgemisch ansetzen. Also 1 zu 25, das gute Stück tanken und dann werden wir den Akku verbauen. Dafür müssen wir das Kleid runternehmen, Akku rein, Stecker drauf, Kleid wieder drauf. Und dann werden wir dieses gute Stück das erste Mal in Betrieb nehmen, ganz, ganz vorsichtig. Wo ist eine Folie drauf? Wo ist Folie drauf? Da auf dem Luft. Hä? Das ist nur die Serie, Nummer, Schatz. Ja. Mhm. Nein, Akku. Was, wo? Da, diese Folie. Ja, das sieht doch viel cooler aus, wenn es ab ist. Ne? Es gibt Leute, die würden dann wahrscheinlich bis das Teil in Schrott schmeißen mit Folie. Gegen Millionen ist auch noch Folie drauf. Das macht man, damit es immer schön bleibt. Aber es ist wie mit einem Auto. Kaufst du ein schönes Auto mit super geilen Sitzen und dann machst du Schwungbezüge drauf und dann hast du von deinem super geilen Sitzen nichts. So, hinten, das ist eine Seriennummer. Das ist okay. Ne? Okay, Akkus in der Fernbedienung waren im Übrigen nicht dabei. Ihr braucht 8 Stück von diesen AA-Zellen. Ich habe jetzt keine wiederaufladbaren hier im Haus. Deswegen haben wir jetzt erstmal handelsübliche, das ist ein Vater jetzt gewesen in diesem Fall, 8 Stück reingeschickt. Ich denke mal, damit werden wir eine ganze Zeit fahren können, bis die dann ihren Geist aufgeben. Ne? Okay? Okay. Okay. Okay, wir tanken. Jo, so
liebe Technikfreunde, ich bin am Videoende angelangt. Das Teil ist zusammengebaut, es funktioniert, es knattert, wie ihr hören könnt. Ich hoffe, man versteht überhaupt hier in diesem Video den Ton. Hoffentlich kommt er überhaupt drüber. Also, ich kann es momentan nicht kontrollieren. So, das war's von meiner Seite. Das Teil funktioniert sagenhaft gut, wenn es denn erstmal richtig die Motoreinstellung getroffen hat. Ich muss da viel dran drehen, viele 30 mit klitschnass geschwitzt, wie ihr sehen könnt. Aber der Motor läuft jetzt rund, wie ihr hören könnt. Ein bisschen muss ich noch am Gemisch arbeiten, man kann ein bisschen fetter einstellen. Aber all diese Dinge, die muss man sich so ein bisschen erarbeiten. Ansonsten funktioniert das Teil sehr, sehr gut. Die Sonne steht ein bisschen tief und blendet nicht. Ich bin da durch den Acker schon geflüht, durch die Wiese, eine bessere Wiese. Und habe ich auch schon ein paar Runden auf der Straße gedreht. Das Teil funktioniert sagen wir gut, macht einen riesen Spaß. Also von meiner Seite Daumen hoch, absolut top. Ja, was bleibt mir am Videoende zu sagen? Erstmal eine Ehrenrunde, die drehen wir jetzt. Die Bremsen funktionieren sagenhaft gut, Räder blockieren sogar. Also von meiner Seite Daumen hoch für dieses Style, echtes Papa, Männerspielzeug. Nein, musst du keine Panik haben, ich habe die Bremse gezogen. So, das war's von meiner Seite. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, würde ich mich über ein Like freuen. Des Weiteren wird unterhalb vom Videofenster natürlich ein Link vorhanden sein, wo ihr das Teil bei Amazon käuflich erwerben könnt für kleines Geld. Also ich finde, dieses Teil ist riesengroß und 550 Euro ist wirklich nicht viel Geld für so ein geiles Spielzeug, Männerspielzeug. Ne, Magnus? Ja, er nickt. Okay, das war's von meiner Seite, vom Borgi-Flieger, diesmal auf 4 Rädern. Beim nächsten Mal geht's wieder in der Luft. Macht's gut und tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Borgi-Flieger. Ach so, und zum Schluss bleibt mir natürlich zu sagen, allzeit guten Flug und eine noch bessere Landung oder wie in diesem Fall wahrscheinlich ein gutes Einparken. Macht's gut und tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Borgi-Flieger.